Dein Bus. Dein Bus, mein Bus. Der Bus ist für uns alle da. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und ich bin jetzt auch schon sehr gespannt, was uns der Ingo Majak noch zu Dein Bus erzählt. Ich kann Folgendes erzählen. Da haben sich also jetzt drei Typen zusammengetan im Studium. Super Voraussetzung, die erste Voraussetzung für ein Start-up. Die kannten sich, die haben dann miteinander gefeiert, gelernt, gelitten, ich weiß nicht, was noch alles. Und sind damit zu einem Team geworden, haben also Vertrauen auch zueinander gefasst. Das Zweite ist, sie haben sich dann damit hinterher selbstständig gemacht und mit ihrer Idee, die sie da entwickelt haben, und sind in einen sich öffnenden Markt sozusagen vorgedrungen. Vielleicht ist die Öffnung noch nicht so, wie man sich's wünscht, aber aus anderen Ländern kennt man ja, dass das Thema Fernverkehr eben nicht zwangsläufig Zug oder Flugzeug sein muss, sondern dass da Busse eben sehr, sehr weit verbreitet sind. Und das Dritte, was ich jetzt auch noch für eine gute Voraussetzung für ein Startup halte, ist, dass man sich ungeniert an sozusagen bestimmten Bauteilen, bestehenden Dingen bedient und die neu auch miteinander kombiniert. Denn das Prinzip Mitfahrzentrale ist ja nicht wirklich neu. Die Art und Weise, wie das jetzt hier umgesetzt wird in diesem anderen Markt, in diesem anderen Umfeld, ist schon neu. Was übrigens auch neu ist, ist, dass sich eine kleine Firma mit einem Milliardenunternehmen anlegt. Aber da haben Sie vielleicht in der Website schon davon gelesen und vielleicht hören wir da jetzt auch noch etwas davon. Bitte schön. Ja, lieber Herr Reichert, Sie haben das genau richtig erkannt. Gefeiert haben wir sehr viel, tun wir immer noch. Und ja, jetzt stehe ich hier vor Ihnen. Ich bitte Sie jetzt ganz genau aufzupassen, die Smartphones, wenn möglich, wegzulegen, aufzuhören, Tag zu träumen, denn jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Ich werde Ihnen nun ein Rezept geben, wie Sie gegen ein Monopol antreten können und hoffentlich auch erfolgreich sein werden. Vier Dinge, die Sie brauchen, um gegen ein Monopol zu bestehen. Sie sagen jetzt wahrscheinlich, ja, warum soll ich denn das machen? Dazu gibt es doch Behörden, da gibt es dann Kartellämter und es gibt die Europäische Kommission und es gibt die Vereinten Nationen und es gibt die NATO und wen auch immer. Es ist, um vielleicht einfach das mal so zu sagen, es macht einfach Spaß, gegen ein Monopol zu kämpfen. Irgendwie eine althergebrachte Struktur, um gegen so eine althergebrachte Struktur anzugehen und dann am Ende vielleicht auch gegen sie zu gewinnen. Also vier Dinge, die Sie brauchen, um gegen ein Monopol bestehen zu können. Lassen Sie mich dazu vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Es war nicht weit weg von hier in Friedrichshafen, da haben ich und zwei Kommilitonen von mir, der eine ist der Herr Alexander Kuhr, dieser fesche junge Mann mit dem blonden Haaren da hinten, dann Christian Janisch, der heute leider nicht da sein kann, und ich, wir haben zusammen Betriebswirtschaftslehre studiert, also jetzt nichts sonderlich Spannendes. Und was wir aber öfters gerne gemacht haben, wir waren gemeinsam spazieren am Bodensee. Und da sind uns natürlich lauter ganz kreative Ideen gekommen. Wir hatten eine Idee zu einem Startup nach der nächsten und eine war natürlich viel besser als die andere. Alle waren dann doch nicht so gut am Ende, wie sich herausgestellt hat. Aber eine Idee war wirklich interessant und die haben wir auch weiter verfolgt. Wir haben uns gefragt, warum gibt es in Deutschland eigentlich keine Fernbuslinien? In der ganzen Europäischen Union und eigentlich sonst überall auf der Welt, außer vielleicht Frankreich und Österreich und der Schweiz, kann man mit dem Fernbus günstig von einer Stadt in die nächste fahren. Günstig, sauber, sicher und noch tausend andere Vorteile, die der Bus so hat. In Deutschland nicht. Warum denn nicht? Ja? Wir haben da ein bisschen nachgeschaut und sind dann relativ schnell darauf gekommen, es gibt natürlich einen Grund, dass der Bus in Deutschland nicht fahren darf. Dieser Grund nennt sich Personenbeförderungsgesetz. Das ist ein schöner Name, gell? Also ich bitte Sie, dass Sie versuchen, sich diesen Namen zu merken und am Ende des Vortrags frage ich Sie nochmal, ob Sie ihn behalten haben. Also das heißt Personenbeförderungsgesetz, dieses Ding, stammt aus dem Jahre 1934 und besagt im Prinzip, es darf kein Bus in Deutschland fahren auf Fernstrecken. Warum? Man wollte die Deutsche Bahn, ein Staatsunternehmen, vor unliebsamer Konkurrenz schützen. Da haben wir uns natürlich gedacht, als gute Ökonomen, das kann doch eigentlich nicht sein. Irgendwie in der Europäischen Union, wo man immer von Liberalisierung, von freien Märkten redet, warum gibt es da dieses Monopol? Und haben gedacht, na gut, das ist einfach da, da müssen wir was dagegen tun.
haben dann irgendwie hin und her überlegt, was kann man denn da machen? Ja, keine Ahnung, fahren wir einfach so Busse, illegal, ist vielleicht da doch nicht so gut. Und sind dann aber relativ schnell darauf gekommen, es gibt eine Möglichkeit, Busse fahren zu lassen. Ja? Man muss sich nämlich vorstellen, in Deutschland fahren tagtäglich Busse im Fernverkehr. Das sind aber privat gecharterte Busse. Da kommt eine Privatperson daher und chartert für den Kegelclub einen Bus. Und dann fährt sie mit ihren Kegelfreunden oder mit wem auch immer zum nächsten Kegelveranstaltung und betrinken sich dort. Das gibt es in Deutschland also durchaus. Ja? Und die Väter des Gesetzes, die Deutsche Bahn schützen wollten, haben eben vergessen, diesen privaten Verkehr also zu unterbinden. Und genau dieses Prinzip haben wir uns eigentlich am Ende zunutze. Nichts anderes machen wir mit unserer Homepage steinbus.de. Es ist so, dass wir eben keinen Linienverkehr auf dieser Homepage oder über diese Homepage organisieren, sondern wirklich einen privaten Gelegenheitsverkehr. Ich finde über dieses Wort Verkehr da so lustig. Gelegentlich Verkehr. Aber ja, wollte ich nur mal so anmerken. Ja, also genau, privater Gelegenheitsverkehr. Es kommt genau im Prinzip eine Person zu uns, sagt, ich will jetzt irgendwie von hier Bodensee nach München fahren mit meinen Freunden und ich habe aber noch nicht genügend Mitfahrer, ich bin vielleicht sogar alleine. Wir stellen die Fahrt dann bei uns online, wir suchen nach genügend Mitfahrer und wenn wir genügend Mitfahrer gefunden haben, dann fahren wir auch. Und das ist dann im Prinzip Busfernverkehr, so wie man ihn woanders auch kennt, ne? Wir sind zu der zuständigen Behörde gegangen, die hat das ganz genau geprüft, denn man wusste nicht so genau, irgendwie ist es ja doch so ein bisschen merkwürdig, das war bisher noch nicht da. War eine schwäbische Behörde, die haben gesagt, nein, das gab es bisher noch nicht oder so ähnlich, ich kann das nicht so gut nachmachen. Waren dann aber sehr nett, haben das Ganze wirklich intensiv geprüft, uns die Genehmigung erteilt und dann haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir es eigentlich machen. Wenn wir jetzt das nicht machen, dann machen wir uns für immer Vorwürfe. Wir haben dann, oder beziehungsweise Christian Janisch hat dann die Homepage in mühsamer Arbeit programmiert und wir haben dann schließlich wirklich vor knapp 2 Jahren den ersten Bus fahren lassen. Und das war am Anfang natürlich extrem aufregend. Wir sind dann wirklich zu jedem einzelnen Bus irgendwie hingefahren. Die sind dann irgendwie teilweise durch ganz Deutschland oder von Berlin einer ausgefahren, von Frankfurt einer ausgefahren. Wir saßen damals eben noch in München dann zu der Zeit, am Anfang Friedrichshafen, dann München. Und wir sind dann wirklich auch nach Berlin gefahren, sind in den Bus dann eingestiegen und mitgefahren, weil wir irgendwie Angst hatten. Da wird doch sicher jetzt irgendwas daneben gehen. Aber mit der Zeit hat sich das Ganze dann so ein bisschen professionalisiert und wir mussten dann nicht mehr überall mitfahren. Und es ging dann wirklich, wirklich aufwärts, ja. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, war natürlich wie jede neue Gründung, das ist glaube ich einfach so auch extrem anstrengend, da geht dann extrem viel daneben und die Passagierlisten sind dann nicht beim Busfahrer oder der Busfahrer ist unfreundlich oder was weiß ich, die Toilette ist nicht offen, das ist das beliebteste Problem, was dann auftritt. Aber es hat alles im Allen sehr viel Spaß gemacht, es war natürlich auch nicht allzu viel los bei uns, denn wir hatten kein Geld, um Marketing zu machen, uns haben eigentlich nicht sehr viele Leute gekannt, es ist zwar schon so wirklich jede Woche mal irgendwie 1, 2, 3 Busse gefahren, aber noch nicht so, dass wir wirklich glücklich waren. Und dann kam im Prinzip vor einem Jahr im Sommer, so ein schöner Sommertag, ein blauer Brief, glaube ich, war das, ich weiß es gar nicht mehr, hatte irgendeine ganz besondere Farbe, die einem gleich ins Auge gestochen ist und da stand dann drauf, ja, Vorladung, Landgericht Frankfurt, die Deutsche Bahn Fernverkehr verklagt sie jetzt. Das war natürlich dann schon eher etwas unangenehm, weil die Deutsche Bahn, wie Sie sicher wissen, ist ein millionenschweres Unternehmen, transportiert eben Tausende von Fahrgästen täglich im Fernverkehr. Die haben eine ganze Rechtsanwaltsabteilung, die nichts anderes macht, als andere Unternehmen zu verklagen. Und sich gegen so ein Unternehmen irgendwie zur Wehr setzen zu müssen, diese Aussicht ist schon eher beängstigend. Also sie ist extrem beängstigend. Ja? Also wir haben schlecht geschlafen, wir hatten wirklich auch irgendwie, ja, so platt zu sagen, vielleicht Existenzängste und wussten nicht genau, wie geht's weiter. Aber wir haben gedacht, okay, wir können jetzt nicht aufgeben, nur weil die Deutsche Bahn uns verklagt. Wir müssen irgendwie uns zur Wehr setzen. Wir haben so viel Zeit, so viel Energie in dieses Projekt gesteckt. Wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Und wie wir da so mit dem Rücken gegen die Wand standen, haben wir uns gesagt, was machen wir? Wir gehen zur Presse. Und sind dann wirklich zu einem Journalisten gegangen, der das dann auch ganz interessant fand, die Geschichte. Die hat er dann gebracht. Das war auf Spiegel Online. Und dann ging es richtig los. Das war unglaublich. Das war wie so ein Tagtraum einfach. Da kamen dann täglich irgendwelche Anrufe von irgendwelchen Journalisten. Jede größere Tageszeitung hat über uns berichtet. Ich glaube, jede kleinere Tageszeitung und jede ganz kleine Zeitung hat auch über uns berichtet. Und wir waren in sehr vielen Fernsehbeiträgen und bei Günther Jauch saßen wir auch auf der Couch. Das war auch schön. Und es war alles im All, es war wie so ein Traum, also irgendwie wie irgendwas Surrealistisches, das ist so ganz, ganz merkwürdig, auf einmal so im Rampenlicht zu stehen. Weil es halt auch so intensiv war, also es kam alles irgendwie auf einmal so über einen hinweggestürmt, also man hat es nicht richtig
nicht richtig überrissen. War auch extrem anstrengend, denn vor allem diese Fernsehbeiträge, da kommen dann irgendwie so 5 Leute, der eine hat dann so ein riesen Galgenmikrofon, der andere so eine Kamera und die machen einen Schuss nach dem nächsten und sagen, mach doch das noch und mach doch das noch und das schaut doch noch gut aus, probieren wir das. Das dauert dann meistens irgendwie 5 Stunden und am Ende kommt dann ein Beitrag von irgendwie 20 Sekunden raus. Also es ist extrem viel Arbeit für das, was eigentlich rauskommt am Ende. Und was eigentlich das Phänomenale war, was uns, glaube ich, auch extrem geholfen hat, war dann nicht die Presse, sondern war die Anteilnahme der normalen Menschen einfach. Also wir haben eine Facebook-Seite, eine Facebook-Fanpage, bei der Sie dann auch gerne Fan werden können nachher. Da freue ich mich dann sehr, wenn jetzt die Zahlen da in die Höhe schnellen nach dem Vortrag. Und da hat man im Prinzip dann irgendwie gleich 1:1 gesehen, was die Leute denn denken. Und das ist einfach extrem motivierend, wenn man irgendwie so da sitzt und gerade wieder das nächste Anwaltsschreiben irgendwie korrigieren muss, wenn du einfach mal kurz auf diese Fanpage drauf schaust und dort sind dann wirklich 15.000 Follower. Die Deutsche Bahn hat, glaube ich, nur 6.000. Also da hat die auf jeden Fall schon mal gewonnen und die schreiben dann wirklich also extrem einfach motivierende Sachen, so, ja, haltet durch und ihr macht das und ihr schafft das, das wird was, wir glauben an euch und ihr seid die Besten und das ist einfach, wenn man das liest, dann merkt man halt, dass man nicht irgendwie alleine ist und nicht ganz alleine gegen diesen riesen Koloss kämpfen muss, sondern dass einfach irgendwie die Meinung in vielen Teilen der Bevölkerung auch hinter einem steht und dass die Leute einem auch wirklich wünschen, dass man Erfolg hat und dass man damit durchkommt und das hat einem schon sehr geholfen in dieser doch etwas schwierigen Zeit. Das ging dann also vor Gericht irgendwie hin und her, dann haben wir ein Schreiben verfasst, dann muss die Gegenseite, das ist vor Gericht immer so, die verfasst dann auch ein Schreiben, das muss dann wieder ein bisschen länger sein, denn sonst ist es ja nicht so gut, wie das Schreiben, was vorher verfasst wurde und so ging das dann hin und her, ein Schreiben jagte das nächste, ein Argument das nächste. Es kam dann zur Urteilsverkündung vor, ich glaube es war im Mai oder so, ich habe es auch schon wieder vergessen, Mai, mein Kollege flüstert mir irgendwas ein, ich kann es nicht mehr. April, es war im April, genau, kein Scherz, wirklich April, und wir saßen dann dort auf dieser Anklagebank vor uns eben die Richterin. Das war also wirklich so, wie man es im Film irgendwie sieht, ne? Drüben die Gegenseite. Wir haben uns irgendwie angeschaut, wie die Deutsche Bahn und die Deutsche Bahn Anwälte haben uns angeschaut. Und dann ist die Frau Vorsitzende aufgestanden und hat gesagt, ja, ich verlese jetzt das Urteil. Die Anklage wird abgewiesen. Aber das war natürlich, also das irgendwie kann man nicht beschreiben. Muss man einfach erlebt haben. Also, tut mir leid. Das müssen Sie selbst erleben. Nein, es war einfach umwerfend. Also ich glaube am Anfang, man hat es auch wie bei vielen so wirklich wichtigen Dingen im Leben, man realisiert es eine Zeit lang auch überhaupt nicht und dann ist man komplett euphorisch und dann ist man einfach auch nur noch müde und so irgendwie alles, glaube ich, innerhalb von einer Stunde oder so. Seitdem sind wir sozusagen vogelfrei. Nee, nicht vogelfrei, wir machen natürlich mit unserer Genehmigung, dürfen wir nun weiterfahren, dürfen weiterhin Busse durch ganz Deutschland fahren lassen, dürfen junge Menschen von A nach B transportieren. Und es ist nun auch so, dass im Prinzip der nächste Schritt schon eingeleitet wurde, diesmal nicht von uns, sondern wirklich von der Bundesregierung. Der Busfernverkehrsmarkt soll im nächsten Jahr liberalisiert werden. Also dieses Monopol ist auch nur eine Frage der Zeit, bis das dann fallen wird. Ich bin jetzt nicht so anmaßend und sage, dass wir jetzt da das Monopol zu Fall gebracht haben. Ich meine, vielleicht haben wir da einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass das Ganze ein bisschen medienfähig wurde, dass Leute vielleicht drüber nachgedacht haben. Das glaube ich vielleicht schon, aber ich würde da jetzt auch nicht zu sehr irgendwie uns loben und sagen, das waren jetzt wir, die das Monopol zu Fall gebracht haben. Aber auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht, gegen dieses Monopol zu kämpfen. Und am Ende auch zu bestehen. Und jetzt komme ich eigentlich auch zu dem spannenden Teil, was ich am Anfang angekündigt habe, nämlich das Rezept, wie man gegen ein Monopol besteht, wie man ein Monopol aus den Angeln hebt, wie man ein Monopol bekämpft. 4 Dinge, die Sie benötigen, um ein Monopol zu schlagen. Und ich bin sicher, wenn Sie jetzt gerade kein Monopol finden, das Sie bekämpfen können, dann gilt das auch vielleicht für andere Projekte genauso, weil am Ende ist ein Monopol bekämpfen auch nur irgendwie eine Zeitvertreib oder eine Beschäftigung. Ne? Das erste Ding, was Sie brauchen, was Sie, glaube ich, was Sie immer im Leben brauchen, ist ein gutes Team. Und Team sollte man nicht so verstehen, einfach gute Mitarbeiter. Klar, das ist wichtig. Ich glaube, man braucht Freunde, Unterstützer, die wirklich, vielleicht sogar auch Familie, also Freunde, Menschen, die einem sehr nahe sind, die mit einem an so einem großen Projekt arbeiten, sei es nur ein Monopol bekämpfen oder das heißt nun, den Garten umzugestalten. Man braucht Leute, mit denen man vielleicht reden kann,
mit denen man irgendwie gemeinsam neue Ideen entwickeln kann. Und vor allem, was ich glaube, das Wichtigste ist, man braucht Leute, die auf einer Wellenlänge sind, mit denen man im Prinzip die täglichen Ängste teilen kann. Die täglichen Ängste, die man da doch bei größeren Projekten irgendwie ausstehen muss, bei wahrscheinlich jedem Startups, dass man wirklich sieht, oder dass man nicht alleine ist, sondern dass man jemanden hat, mit dem man diese Sachen besprechen kann und mit dem man auch irgendwie, dass man sieht, da gibt es Hoffnung. Also es gibt in jedem Moment Hoffnung, aber dass man da vielleicht wirklich jemanden hat, mit dem man das Leid teilen kann. Und auf der anderen Seite braucht man auch jemanden, mit dem man die Freude teilen kann. Wenn ich meine beiden Kollegen nicht gehabt hätte, Alexander Kuhr und Christian Jansch, ich hätte es auf gar keinen Fall, ich hätte es nicht mal angefangen, geschweige denn, ich hätte nicht mal irgendwie 3 Tage lang durchgehalten, weil es ist einfach so eine Belastung, die auf einen zukommt. Es ist dann so ein Auf und Nieder bei einem Startups, dann sind die Nachrichten mal gut, dann sind sie besser, dann sind sie wieder ganz schlecht, dann werden sie wieder ein bisschen besser, dann werden sie noch schlechter und es ist einfach so eine Gefühlsachterbahn, die wirklich, die schwer, glaube ich, alleine auszuhalten ist. Da braucht man Menschen wie den Herrn Kuhr und Herrn Janisch, mit denen man dann auch mal ordentlich feiern kann, mit denen man sich ordentlich mal betrinken kann, dass man die ganzen Sachen vergisst und dass man einfach am nächsten Tag weiterarbeiten kann. Das Team ist das Allerwichtigste. Ohne Team läuft überhaupt nichts und ich glaube, keine Gründung wird Erfolg haben ohne ein gutes Team. Das Zweite, was man braucht, ist, man muss einfach verdammt hartnäckig sein. Also niemals aufgeben. Es ist, wie schon vorher gesagt, einfach eine Achterbahn der Gefühle. Und dann wird irgendwie die ganze Zeit zweifeln an sich selber, an dem Konzept, an der Strategie, an allem. Und man muss dann einfach so hartnäckig sein und sagen, da mache ich jetzt weiter. Das ist gut, wie ich das so mache. Ich mache da weiter und das wird schon irgendwie werden. Deswegen hartnäckig sein und nie aufgeben. Denn wenn man lange genug an einer Sache arbeitet, glaube ich, und wirklich mit Herzblut daran arbeitet, dann wird das auch eines Tages zum Erfolg führen. Also geben Sie niemals auf. Das bringt nichts. Der dritte Punkt, den Sie brauchen, ich glaube, das ist sehr wichtig, was vielleicht auch viele junge Menschen bei einem Startup falsch machen, ist eine klare Strategie. Man muss eigentlich sich genau überlegen, was man will am Ende. Denn wenn man mal mit irgendeinem Projekt anfängt, dann kommen so viele Einflüsse, Menschen, die einen beraten, die sicher auch gute Ideen haben, die dann, wo es auch extrem wichtig ist, dass man diesen Menschen zuhört und auch irgendwie drüber nachdenkt, was sie einem sagen. Aber am Ende darf man sich nicht zu sehr beeinflussen lassen. Man wird tagtäglich von irgendwelchen Einflüssen in irgendwelche verschiedenen Richtungen gedrängt. Und es ist sehr wichtig, dass man da nicht jeder Mode oder jeder guten Idee, die einer an einer ranträgt, gleich nachgibt, sondern dass man irgendwie seinen eigenen Weg findet und im Prinzip so ein bisschen oder eigentlich sogar sehr ein klares Ziel vor Augen hat und auf dieses Ziel dann auch zusteuert. Also das sind die 3 Dinge, die brauchen Sie unbedingt, um ein Monopol zu bekämpfen. Und dann gibt es noch einen 4. Punkt, der unerlässlich ist, den Sie unbedingt brauchen, und das ist verdammt viel Glück. Und das war's.